Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt, das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zum Lobpreis-Gottesdienst. Wobei es demjenigen, um dem es heute geht, nämlich um Stephanus, zeitweise sicherlich gar nicht zum Lobpreisen zumute war. Er hielt eine Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat. Wir haben letzte Woche davon gehört. Ja, die komplette Heilsgeschichte umfasst. Und insofern wird Heidi heute auch die Lesepredigt halten, weil das, was Stephanus sagt, nicht kommentiert werden muss. Das kann man so stehen lassen. Nein, das muss man so stehen lassen. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Und so wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst und wir singen das erste Lied. Es ist die Nummer 168, Du hast uns Herr gerufen. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Wir beten mit Worten aus Psalm 146. Halleluja, preist den Herrn. Ich will den Herrn preisen. Ich will ihn loben, mein Leben lang. Meinem Gott will ich singen, solange ich atme. Verlasst euch nicht auf die, die Macht und Einfluss haben. Sie sind auch nur Menschen und können euch nicht helfen. Sie müssen sterben und zu Staub zerfallen, und mit ihnen vergehen auch ihre Pläne. Wie glücklich aber ist jeder, der den Gott Jakobs zum Helfer hat und seine Hoffnung auf ihn setzt, auf den Herrn, seinen Gott. Der Herr hat die ganze Welt geschaffen, den Himmel, die Erde und das Meer, samt allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue ist unwandelbar. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden
gibt er zu essen. Er befreit die Gefangenen. Er macht die Blinden sehend. Er richtet die Verzweifelten auf. Er beschützt die Gäste und Fremden im Land und sorgt für die Witwen und Waisen. Der Herr liebt alle, die ihm die Treue halten, aber die Pläne der Treulosen vereitelt er. Der Herr bleibt König für alle Zeiten. Zion, dein Gott wird herrschen von Generation zu Generation. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lieber himmlischer Vater, es ist gut, dass wir durch deinen lieben Sohn Jesus Christus zu dir kommen können und dir unsere Schuld und unsere Gottesferne zu beklagen. Seid glücklich und preist den Herrn, heißt es im Psalm. Ja, glücklich ist der, der dich preisen kann aus vollem Herzen. Aber oftmals ist uns nicht danach zumute. Wir drehen uns im Kreis um uns selbst. Wir meinen, nur uns ging es schlecht. Wir vergessen dabei unsere Mitmenschen. Wir könnten noch vieles aufzählen. Herr, wir bitten dich, gib uns dieses Glücksgefühl, dass wir dich loben und preisen können. Zeige du uns Wege, zu dir zurückzukehren. Und mach uns begreiflich, dass wir nur mit dir ein ausgeglichenes und glückliches Leben führen können. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Herr, wir sind dankbar dafür, dass du dich unserer immer wieder gern erbarmst, obwohl wir dein Erbarmen gar nicht verdient haben. Dafür geben wir dir die Ehre. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass es solche Menschen wie Stephanus gegeben hat. Wir danken dir dafür, dass du ihnen die Kraft gegeben hast, vor dem Hohen Rat diese Predigt zu halten, von der wir heute hören. Wir bitten dich, lass uns aus diesen Worten auch Kraft für unser eigenes Leben schöpfen. Gib uns die Gewissheit, dass du bei uns bist und dass du uns nah sein willst. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen, Amen. Mit der Lesung beginnen möchte ich gerade einen Überblick geben, wie das abläuft. Wir werden einzelne Abschnitte hören und zwischen den Abschnitten immer Strophen des Liedes Sonne der Gerechtigkeit hören und singen. Wir lesen nun in der Apostelgeschichte, Kapitel 7. Der oberste Priester fragte: Stimmt das, was diese Männer gegen dich vorbringen? Stephanus antwortete: Brüder und Väter, hört mich an. Gott, dem alle Ehre gehört, erschien unserem Ahnherrn Abraham,
als er noch in Mesopotamien lebte und noch nicht nach Haran gezogen war, und sagte zu ihm: Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. So verließ Abraham das Land der Babylonier und zog nach Haran. Nachdem dann sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn hierher in dieses Land, in dem ihr heute lebt. Doch gab er ihm keinen Grundbesitz, nicht einen Fußbreit, sondern versprach ihm das Land für seine Nachkommen, und das zu einem Zeitpunkt, als Abraham noch kinderlos war. Weiter sagte er zu ihm: Deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. 400 Jahre lang wird man sie hart behandeln und zu Sklavendiensten zwingen. Aber ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Dann werden sie von dort wegziehen und mir hier in diesem Land dienen. Er schloss mit Abraham den Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Darauf zeugte Abraham seinen Sohn Isaak und beschnitt ihn 8 Tage nach der Geburt. Isaak tat dasselbe mit seinem Sohn Jakob und dieser mit seinen 12 Söhnen, unseren Stammvätern. Wir singen das Lied Nummer 263, Sonne der Gerechtigkeit, die erste Strophe. Jakobs Söhne aber waren eifersüchtig auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott war mit Josef und half ihm aus allen Schwierigkeiten. Er schenkte ihm große Weisheit, so dass der Pharao ihm die Verwaltung ganz Ägyptens und die Aufsicht über die königlichen Güter anvertraute. Da kam eine schwere Hungersnot über ganz Ägypten und auch über das Land Kanaan, und unsere Vorfahren hatten nichts mehr zu essen. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne, unsere Stammväter, dorthin. Als sie noch ein zweites Mal dorthin kamen, gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, und so lernte der Pharao die Familie Josefs kennen. Denn Josef lud seinen Vater Jakob mit allen Kindern und Enkeln ein, nach Ägypten überzusiedeln. Auf diese Weise kam Jakob mit seiner ganzen Familie nach Ägypten, insgesamt 75 Personen. Er und unsere Stammväter lebten dort bis zu ihrem Tod. Als sie starben, wurden sie nach Sichem überführt und in dem Familiengrab bestattet, das Abraham von der Sippe Hamors durch Kauf erworben hatte.
Dann kam die Zeit, dass Gott die Zusage einlösen wollte, die er einst Abraham gegeben hatte. Die Nachkommen Jakobs waren inzwischen in Ägypten zu einem großen Volk geworden. Nun übernahm ein neuer König die Herrschaft, der von Josef nichts mehr wusste. Nach einem heimtückischen Plan wollte er unser Volk ausrotten. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen. Keines sollte am Leben bleiben. Wir singen die zweite Strophe. In dieser Zeit kam Mose zur Welt. Gott hatte Gefallen an ihm. 3 Monate lang konnte er in seinem Elternhaus bleiben. Als er dann ausgesetzt werden musste, rettete ihn die Tochter des Pharaos und ließ ihn als ihren eigenen Sohn aufziehen. Er studierte alle Wissenschaften der Ägypter und wurde ein wortmächtiger und tatkräftiger Mann. Als Mose 40 Jahre alt war, stieg der Wunsch in ihm auf, sich um seine Landsleute zu kümmern. Er kam gerade dazu, als ein Israelit von einem Ägypter ohne Grund geschlagen wurde. Da griff er ein und tötete den Ägypter. Er dachte, die Israeliten würden verstehen, dass Gott sie durch ihn befreien wollte, aber sie begriffen es nicht. Am nächsten Tag kam Mose wieder und sah, wie 2 Israeliten miteinander stritten. Er wollte sie versöhnen und sagte: Hört her, ihr seid doch Brüder. Warum schlagt ihr einander? Aber der eine, der ohne Grund auf den anderen einschlug, stieß Mose beiseite und fragte: Wer hat dich zu unserem Aufseher und Richter ernannt? Willst du mich etwa auch umbringen, wie gestern den Ägypter? Als Mose das hörte, floh er aus Ägypten und blieb im Land Midian. Dort wurden ihm 2 Söhne geboren. 40 Jahre vergingen. Da war Mose eines Tages in der Wüste beim Berg Sinai. Und dort erschien ihm ein Engel in einem brennenden Dornbusch. Mose wunderte sich und wollte den brennenden Busch genauer ansehen. Doch da hörte er die Stimme des Herrn: Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose zitterte vor Angst und wagte nicht aufzuschauen. Gott aber sagte: Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten misshandelt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit, und bin gekommen, um es zu retten. Deshalb schicke ich dich jetzt nach Ägypten. Eben den Mose, den die Israeliten ablehnten, berief Gott durch den Engel im brennenden Dornbusch zu ihrem Anführer und Befreier.
Wer hat dich zu unserem Aufseher und Richter ernannt? Hielten sie ihm entgegen. Und gerade er führte das Volk in die Freiheit. 40 Jahre lang vollbrachte er erstaunliche Wunder in Ägypten, am Roten Meer und in der Wüste. Er war es auch, der den Israeliten verkündete: Gott wird euch einen Propheten senden, der mir gleicht. Aus eurer Mitte wird er ihn berufen. Und als das Volk in der Wüste war, am Berg Sinai, vor Gott versammelt war, stand er als Vermittler zwischen dem Engel, der auf dem Berg zu ihm sprach, und unseren Vorfahren. Und unseren Vorfahren. Er empfing von Gott die Weisungen, die zum Leben führen, und gab sie an uns weiter. Wir singen von dem angefangenen Lied die dritte Strophe. Unsere Vorfahren aber wollten Mose nicht gehorchen, sondern lehnten sich gegen ihn auf und wollten nach Ägypten zurückkehren. Sie sagten zu Aaron: Mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Niemand weiß, was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Sie machten sich ein Stierbild, brachten ihm Opfer dar und feierten ein Fest zu Ehren ihres selbstgemachten Götzen. Da wandte sich Gott von ihnen ab und ließ es zu, dass sie die Sterne am Himmel anbeteten, wie man das in den Schriften der Propheten nachlesen kann. 40 Jahre lang habt ihr Israeliten in der Wüste Tiere als Opfer dargebracht, aber nicht mir. Das Zelt des Götzen Moloch habt ihr mitgeführt und den Stern eures Götzen Rompha, Bilder, die ihr euch gemacht hattet, um sie anzubeten. Deshalb werde ich euch in die Verbannung führen, noch über Babylon hinaus. Unsere Vorfahren hatten in der Wüste aber auch das heilige Zelt. Sie hatten es nach der Anweisung Gottes gefertigt, nach dem Modell, das Gott Mose gezeigt hatte. Die folgende Generation brachte dieses Zelt mit, als sie unter der Führung Josuas das Land besetzte, aus dem Gott die früheren Bewohner vor den Israeliten vertrieb. Jede neue Generation übernahm es von der vorhergehenden bis zur Zeit Davids. Dieser gewann Gottes Gunst und bat ihn um einen neuen Platz für das Zeltheiligtum der Israeliten zu zeigen. Salomo aber maßte sich an, Gott ein Haus zu bauen. Der höchste Gott wohnt jedoch nicht in Häusern, die von Menschen gemacht sind. Durch den Propheten Jesaja hat er gesagt: Der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen? Wo ist die Wohnung, in der ich Raum finden könnte? Habe ich nicht mit eigener Hand Himmel und Erde geschaffen? Ihr Starrköpfe,
Am Körper seid ihr beschnitten, aber euer Herz ist unbeschnitten und eure Ohren sind verschlossen für Gottes Botschaft. Genau wie eure Vorfahren widersetzt ihr euch ständig dem Geist Gottes. Gibt es einen einzigen Propheten, den sie nicht verfolgt haben? Sie haben die Boten Gottes umgebracht, die das Kommen des einzig Gerechten im Voraus angekündigt hatten. Den habt ihr nun verraten und ermordet. Gott hat euch durch Vermittlung von Engeln sein Gesetz gegeben, aber ihr habt es nicht befolgt. Wir singen von dem angefangenen Lied die vierte Strophe. Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, dass sie mit den Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum Himmel empor, vom Geist Gottes erfüllt. Dort sah er Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und rief: Ich sehe den Himmel offen, und an der rechten Seite Gottes steht der Menschensohn. Als sie das hörten, schrien sie laut und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die als erste einen Stein auf ihn zu werfen hatten, legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saulus ab, damit er sie bewachte. Während sie ihn steinigten, betete Stephanus: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann kniete er nieder und rief laut: Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das klingt doch in diesem letzten Satz von Stephanus wieder. Den Satz hat Jesus selbst gesagt und er ist es wohl auch gewesen, der Stephanus die Kraft gegeben hat, eben diesen Satz in abgewandelter Form wiederum zu sprechen. Die hohen Priester und Schriftgelehrten wollten oder konnten einfach nicht verstehen, was ihnen Stephanus damit sagen wollte. Die Heilsgeschichte bis hin zur Geburt Jesu werden sie wohl auswendig gekannt haben, aber sie erkannten, wie auch schon zu Jesu Lebzeiten, den Menschensohn, den Messias, den Friedefürsten, den Erlöser, den Gesandten Gottes, den autorisierten Gottessohn nicht an. Und deswegen waren sie so außer sich. Und hier ist auch zum ersten Mal von einem Mann namens Saulus die Rede, von dem wir in der Apostelgeschichte noch viel hören werden. Er war der oberste
Christenverfolger. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er die Kleider bewachen sollte. Der erste Märtyrer der Geschichte ließ sein Leben im Bewusstsein, dass er bei Gott und Jesus gut aufgehoben ist. Er sah Gott und Jesus gemeinsam auf ihren Thronen sitzen. Ein Vorläufer der Visionen, die Johannes im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung von Jesus erhalten hatte. Und so, ja, nahm das alles seinen Anfang. Die christliche Gemeinde wurde verfolgt und ja, wir wissen, dass das bis heute der Fall ist, dass es immer mehr Länder gibt, in denen es unter Strafe verboten ist, die gute Botschaft von Jesus weiterzusagen. Und wir, die wir Religionsfreiheit, wie es so schön heißt, genießen, ja, die im Grundgesetz unseres Staates verankert ist, obwohl dies so ist, tun wir uns schwer damit, diese frohe Botschaft zu verkündigen. Weil wir Schwierigkeiten haben, das zu glauben, weil wir mehr oder weniger mit uns selbst beschäftigt sind. Diese Predigt, die Stephanus vor dem Hohen Rat gehalten hat, sollte uns Mut geben. Sollte uns Mut geben, die Botschaft Jesu, so wie sie ist, in die Welt hinaus zu rufen, nein, zu schreien. Weil unsere Welt, obwohl wir so tun, als wäre dies nicht so, nach dieser Botschaft dürstet. Amen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du uns einen Menschen wie Stephanus gegeben hast, der unter Lebensgefahr nicht müde wurde, dich zu bezeugen und zu bekennen. Herr, wir bitten dich, dass du uns ja, den Mut gibst, genau das Gleiche zu tun, dass du unserem Volk und unserem Land eine Erweckung schenkst. Wir spüren doch, dass wir ohne dich verloren sind, aber tun uns trotzdem schwer damit, und wir uns selbst drehen. Wir bitten dich, gib du uns den Mut, zu sagen, wer du bist und dich zu bekennen. Nimm alles von uns, was uns von dir trennt, damit wir dir jetzt die Ehre geben können und dich erheben. Amen. Erhebet Gott den Herrn. Thank you.
Vater, deine Liebe. Thank you.
Ihr Lieben, wir möchten euch noch einige Dinge mitteilen. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Sonntag zum Gottesdienst ganz herzliche Einladung und auch wieder zum Kindergottesdienst. Wir danken euch, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, wir hoffen, dass euch die Rede, die Predigt von Stephanus Kraft gibt für euer Leben. Und wir danken euch dafür, dass ihr uns auch im Gebet mittragt. Ansonsten könnten wir diese Gottesdienste gar nicht feiern. Wir werden auch heute wieder die beiden Spendenkonten zugunsten der Flutopfer und der Ukraine einblenden. Für alle bisherige Hilfe sei euch ganz herzlich gedankt und auch für die Hilfe, die ihr künftig leistet. Alle anderen Kollektenzwecke könnt ihr wie immer aus dem Internet über eure Gemeindeämter und natürlich auch in den Gottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nur miteinander die Fürbitten halten. Lieber himmlischer Vater, durch deinen lieben Sohn kommen wir zu dir, um dir zu danken, dass du Menschen wie Stephanus die Kraft gegeben hast, ja, unter Lebensgefahr dich und deinen lieben Sohn zu bezeugen. Wir bitten dich, wie vorhin auch schon, gib uns und deiner Kirche die Kraft, dies ebenfalls zu tun, weil wir es doch tun können, ohne Konsequenzen zu erwarten. Herr, gib uns deinen Geist dazu. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Wir bitten dich für alle verfolgten Brüder und Schwestern im Glauben auf der ganzen Erde. In wie vielen Ländern ist es verboten, ja gefährlich, dein Wort zu verkünden? Menschen werden gefangen gesetzt, gequält, gefoltert, ja gar getötet. Nur weil sie die einzig gültige Wahrheit, nämlich deine Wahrheit, verkündigen. Wir bitten dich, dass du bei allen diesen Menschen bist, dass du ihnen die Kraft gibst, auch weiterhin für dich Zeugnis abzulegen. Und gib, dass wir uns diese Menschen zum Vorbild nehmen, dass wir ja aus unserer Verschlafenheit, aus unserem, ja, ich möchte sagen, aus unserem Schneckenhaus herauskommen und ebenfalls dich von ganzem Herzen zu bezeugen. Ebenso bitten wir dich für dein Volk Israel, aus dem Jesus hervorgegangen ist. Mach uns begreiflich und deutlich, was Israel für uns ist. Gib, dass wir Israel nicht nur als Zankapfel in dieser Welt sehen, was es ja in keiner Weise ist, sondern zeige uns, dass wir eingepfropft sind in den edlen Ölbaum Israel. Frieden dieser Welt, um deinen Frieden, der nicht wankt und der höher ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können. Sei du bei den Menschen, die unter den Folgen von Krieg und Gewalt und Terror leiden müssen. Und sei auch bei denen, die die Kriegshandlungen anzetteln und angezettelt haben. Zeige du ihnen, wer du bist. Mach ihnen klar, dass das so nicht weitergehen kann. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
deine Kirche auf der ganzen Erde. Lass sie dein Wort frei und öffentlich und unverfälscht verkündigen. Mache deine Kirche trotz der Verschiedenheit eins in dir und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Alles, was uns sonst bewegt, bringen wir in der Stille vor dich. Jesus, du hast durch deinen Geist Menschen die Kraft gegeben, dich zu bezeugen und dein Wort zu verkündigen. Wir bitten dich, schenke diese Kraft auch uns durch deinen Geist. Mach uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Schlusslied. Das ist die Nummer 168. Wir singen die Strophen 4 bis 6. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass er heute mit uns diesen Gottesdienst gefeiert hat, dass wir Gott gemeinsam loben und preisen konnten. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit und bleibt gesund und oder werdet es schnell wieder. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tagen und in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen.
singen zum Abschluss das Lied Segne uns, o Herr.